Wir reisen heute zu den Wurzeln der europäischen Zivilisation. Es waren die Römer, die das alles aufgebaut haben, Städte wie Trier gegründet haben. Ja, sie haben die Städte als solche erst erfunden, Bildung und Straßen eingeführt. Und da die Römer vor 2000 Jahren auch unser Land geprägt haben, finden wir zahlreiche Spuren, die unsere Geschichte entschlüsseln lassen. Wir müssen nur suchen und können dabei vieles entdecken. Kommen Sie mit in die römische Geschichte von Rheinland-Pfalz. Der Südwesten Deutschlands, eine Fundgrube für Historiker. Links des Rheins finden sich noch 2000 Jahre später unzählige Spuren der Römer. Sie haben unser Land damals erst planvoll besiedelt und Straßen gebaut. Eine organisierte Zivilisation mit Städten und Steinhäusern kannte man vorher ebenso wenig wie den Wein. Die Reben an der Mosel, typisch für unsere Landschaft, seit die Römer ihre Weinstöcke mit hierher brachten und damit die Landschaft prägten. In vielen Städten muss man nur wenig graben und stößt schnell auf alte Mauern. Doch dort findet man nicht nur Stein, dort findet man Geschichten, der direkte Zugang zu einer anderen Zeit. Wir können herausfinden, wie die Menschen hier gelebt haben, welche Berufe sie hatten und was sie für uns heute getan haben. Die Römer, Beginn unserer Zivilisation. Der Trierer Dom, er könnte für Geschichtsfilme aus allen Epochen herhalten, denn alle sind sie vertreten. Vor dem Mittelalter in allen seinen Stilrichtungen haben auch die Römer hier schon gebaut. Die großen Bögen ihrer früheren Fenster sind noch im Stein zu sehen, später wurden sie schmäler. Wie bei der Porta Nigra hat man auch hier die Kunst der Bögen verwirklicht, denn so kann immer ein Stein den nächsten stützen. Das funktioniert im Halbkreis so gut, dass Gebäudeteile nach 1700 Jahren noch erhalten sind. Kaiser Konstantin hatte eine der größten Kirchen Europas hier bauen lassen und das Christentum in Europa verbreitet. Hier ist die Geschichte unübersehbar, manchmal ist sie aber unter der Erde versteckt und man muss forschen, um Geschichten aus dem Boden zu zaubern. Dafür gibt es heute ganz moderne Mittel. In der Nordpfalz kennt man eine unterirdische Stadt, obwohl man sie noch nicht ausgegraben hat. Eisenberg im Donnersbergkreis. Unter ganz gewöhnlichen Wiesen liegt ein ganzes Dorf begraben. Nur ein Teil davon ist mittlerweile an der Oberfläche zu sehen. Woher weiß man vom Rest? Ein Brotstempel ist ein Fundstück, das die römische Geschichte belegt und marketingtechnisch heute schon genutzt wird. Bei diesem Wehrturm, der also kurz nach 1900 dann zum ersten Mal ausgegraben wurde, hat man hier einen ganz wichtigen Fund gemacht, der also in der ganzen Pfalz einmalig ist, ein römischer Brotstempel. Und auf der Rückseite ist dieses römische Symbol oder griechische Symbol eigentlich Pax, sagen viele, ist aber falsch, das heißt Chi, Rho, ist also das sogenannte Christusmonogramm. Wir haben das mal in Ton nachgebildet und wenn jemand bei uns heiratet, bekommt er diesen Brotstempel. Ein weiterer Fund, zwei Sarkophage. Diese Sarkophage mit noch zwei anderen wurde vor rund 100 Jahren und danach folgend auch in den Feldern bei der Wems gefunden. Vor allem hat man aber die Böden von Häusern gefunden, und zwar in mehreren Schichten. Man hat also auch schon vor 2000 Jahren über alte Häuser drüber gebaut und Fußbodenheizung installiert, wie die steinernen Wasserleitungen beweisen. Wenn hier ein Kastell gestanden hat, dann sagt das einiges über die Bedeutung des früheren Isenburg aus. So einen Burgus hatte nämlich nicht jede Siedlung. Unter dieser Gebüschreihe verbirgt sich unser Burgus, der also auch schon im 20. Jahrhundert zweimal angegraben worden ist. Dadurch wissen wir, dass also 3 Meter dicke Mauern hier drin sind, dass das ein Schutzbau war, wo die Menschen scheinbar bei Angriffen auch dort hineingeflüchtet sind. Es ist noch ein kleiner Traum, dass wir zumindest eine Ecke dieses Burguses mal öffnen, um auch zu sehen, was für ein monumentales Bauwerk im Verhältnis zu den Bauten, zu den normalen Häuserbauten hier in dieser römischen Siedlung vorhanden war. Ein Burgus kann so aussehen, wie Mediatus ihn gezeichnet hat. Wie ist man dazu gekommen, dass man hier überhaupt nach römischen Funden gesucht hat? In jedem Jahrhundert hat man scheinbar irgendwann einmal ein bisschen gebuddelt, um zu sehen, was ist hier zum Vorschein zu bringen. Aber bewusst und intensiv hat man dann aufgrund der Planung, dass nur, ab 1992 beginnend eine Notgrabung notwendig war,
um die Straße, die jetzt seit hier als Umgehungsstraße gebaut werden sollte, um dort die Bauten zu dokumentieren und zu sichern. Das war der Auslöser, der sich dann fortgesetzt hat in der Form, dass wir dann darüber nachgedacht haben, was können wir mit der Notgrabung ergänzen und zu welchem Ziel können wir kommen. Hat man da schon gewusst, dass es hier mehr als ein Gebäude zu sehen gibt? Ja, das hat man gewusst, durch frühere Erkenntnisse. Aber die Aufzeichnungen waren nie so intensiv, wie wir das heute sozusagen dokumentarisch durch die Denkmalpflege in Speyer hier begleiten. Und wir wissen inzwischen sehr viel über unser römisches Eisenberg. Eisenberg, benannt nach dem Eisenerzabbau, der schon vor Jahrtausenden hier betrieben wurde. Waren die Römer die Ersten hier und war nach den Italienern das Land irgendwann unbesiedelt? Man vermutet also, dass schon mindestens 4000 Jahre hier Menschen in unserer Region leben. Haben die durchgehend bis heute hier gelebt oder gingen die irgendwann mal weg und es wurde wieder entdeckt? Ja gut, ich könnte mir vorstellen, dass auch in der römischen Zeit, als die Alemannenangriffe waren und auch die Römer dann zurückgedrängt worden sind, auch die Bevölkerung zusammengeschmolzen ist, dass die Römer dann vielleicht ja auch wieder in Richtung ihrer Urheimat gezogen sind. Aber besiedelt war der Raum immer in jedem Fall. Schon 3 Doktorarbeiten wurden über die Ausgrabungen in Eisenberg geschrieben. Zu sehen gibt es für Besucher aber hauptsächlich den nachgebauten Backofen und die ausgegrabenen Böden, die sich unter einem verschlossenen Überbau befinden. Man braucht also einen Führer. Was kann man aus dem antiken Erbe machen? Wieso hat man Interesse daran, immer mehr auszugraben? Geschichte ist also sehr wichtig für jede Kommune, eigentlich für jedes Volk, weil darin ja irgendwo ihre Wurzeln liegen. Und deshalb will man ja immer mehr wissen, was in der Vergangenheit war, woher der Mensch kommt. Und wenn wir hier in Eisenberg dann die ersten Relikte dann von Kelten und Römern finden und feststellen, hier muss etwas gewesen sein, das so wichtig war, dass daraus auch später dann der Ort Eisenberg entstanden ist. Deshalb ist es für uns wichtig, wie hoch die Wertigkeit der Römer in dieser Zeit für diesen Ort war. Wie lange denken Sie, dass man hier noch Ausgrabungen macht? Ja, das hängt natürlich davon zusammen, wie lange noch die Kommune Geld dazu hat, dazu zu schießen. Das ist natürlich eine Seite und auf der anderen Seite natürlich dann auch in Mainz oder in Speyer Gelder locker gemacht werden können für uns, für unseren Bereich. Diese Eisenverhüttung wurde erstmals hier bei uns dokumentiert und deshalb wurden auch diese vielen Doktorarbeiten hier gemacht. Durch Luftbildaufnahmen wissen wir, dass also bestimmt 25, 30 Häuser noch hier sind. Die Menschen, die hierher kommen, werden neugierig gemacht. Sie sehen, hier wird ausgegraben, da wollen sie natürlich auch wissen, wo kommen die Funde hin, was war hier. Und da hat die Stadt Eisenberg natürlich genau auf den richtigen Punkt gesetzt und hat gesagt, das müssen wir touristisch vermarkten, hier setzen wir an. Und wir haben dann mit kleinen Anfängen begonnen. Hier der Schutzbau ist die erste Maßnahme, die wir machen. Und das große Ziel soll es natürlich irgendwann mal sein, hier ein Römermuseum zu haben. Und wir haben also vor 2 Jahren begonnen, Gästeführer auszubilden. Wir haben also hier so 5, 6 Gästeführer im Einsatz und bieten also auch dann die ganze Woche über Führungen an für Gruppen. Die Geschichte wird zeigen, wie sehr die Geschichte dem Tourismus helfen wird und welche Überraschungen sich noch unter unseren Wiesen befinden. Unter der Erde befindet sich auch eine Mauer, 550 Kilometer lang und seit einigen Jahren Weltkulturerbe, genau wie das römische Trier. Man hatte tatsächlich eine Wand mitten durch halb Europa gezogen, um das Reich abzugrenzen. Das Sicherheitssystem war vorbildlich und funktionierte genauso gut wie heute Funkgeräte. Das Volk aus Rom musste sich ja irgendwie absichern, denn sie hatten fast ganz Europa erobert. Fast. Es war nicht das kleine Örtchen in Gallien, das man aus Asterix kennt. Es war der Nordosten, eigentlich total unterentwickelt und dennoch die falsche Umgebung für die Kämpfer aus dem Süden. Das Römische Reich erstreckte sich schon vor Christi Geburt über einen Großteil der damals bekannten Welt. West- und Südeuropa bis in den asiatischen Raum. Nur der Norden blieb den Italienern dauerhaft fremd. Das raue Klima waren sie nicht gewohnt und hier schien es auch nicht sehr viel Zivilisation zu geben. Und vor allem keine Straßen. Alle Wege führen nach Rom, heißt es, weil die Römer die ersten waren, die Straßen gebaut haben und diese haben tatsächlich von ganz Europa aus auf einen Platz im Forum Romanum mitten in Rom geführt. Der Norden hatte aber praktisch gar keine Infrastruktur.
Die Südländer haben sich gefühlt wie im Urwald. Doch auch im Norden haben viele Völker gelebt. Die Germanen, Alemannen, Kimbern. Sie waren bei weitem nicht so organisiert wie die Römer. Sie hatten keinen König, keine Hauptstadt. Doch als die Römer auch den Norden erobern wollten, schlossen sich viele Völker zusammen. Alle, die nicht römisch waren, nannten die Römer einfach nur Barbaren, weil sie fremd waren und sie ihren Lebensstil nicht kannten. Mehrfach wollten die Römer auch die Gebiete östlich des Rheins besiedeln, doch die Völker wehrten sich und schlugen zurück. Nach der legendenreichen Schlacht im Teutoburger Wald gaben die Römer schließlich auf und ließen den Nordosten in Frieden. Der Begriff Teutonen wird oft mit dem heutigen Wort Deutsch in Verbindung gebracht. Doch die Wörter haben nichts miteinander zu tun. Deutsch geht auf das Wort Theodisk zurück, welches einen Stamm meint oder einfach nur aussagt, einem Volk zugehörig. So nannte man anfangs auch die Franzosen und die Angelsachsen, bis der Begriff schließlich nur noch für die heutigen Deutschen verwendet wurde. Ein 550 Kilometer langer Zaun durch Europa. Kamen die Feinde hier nirgendwo durch? Doch, sie kamen und sie sollten durchkommen. Es ging hier weniger um Aussperrung als um Kontrolle. An bestimmten Stellen gab es bewusst Öffnungen, damit die Nachbarn nur dorthin durchkamen. Die Römer und die Barbaren begannen miteinander zu handeln. Auch Zölle wurden hier verlangt. Ein System, das wir an den Grenzen der EU noch heute kennen. Oft wurden Alemannen auch als billige Arbeitskräfte der Römer benutzt. Wer ins Land und wieder hinauskommen durfte, wollte das weltbeherrschende Volk selbst entscheiden. Wo die Römer keine Öffnung vorgesehen hatten, sollte es auch kein Durchkommen geben. Der obergermanisch-rätische Limes wurde lückenlos bewacht. Wie war das möglich? Durch Limestürme. In gewissen Abständen waren Türme entlang des kompletten Palisadenzaunes aufgebaut. Jeder Turm war vom anderen so weit entfernt, dass man sich gerade noch mit Feuerzeichen verständigen konnte. Waren hier Feinde in der Nähe, so machten die Wachmänner den benachbarten Turm darauf aufmerksam, dass Gefahr im Verzug war. Wie ein Limesturm ausgesehen hatte, wurde bei Rheinbrohl nachgebaut. Wenige Meter von der Rheinfähre entfernt steht hier heute ein Limesturm, wie er vor 1500 Jahren alle paar Kilometer am Grenzwall stand. Fast 1000 solcher Türme standen bis ins 3. Jahrhundert in der Landschaft. Zwei Kilometer weiter wird heute veranschaulicht, wie ein römisches Lager ausgesehen hat, und hier bekommen Besucher etliche Informationen über das Leben am Limes. Was ist jetzt Ausgangspunkt prädestiniert, als wenn man an dieser Stelle eine Limes-Erlebniswelt baut, also hier jetzt die Römerwelt, in die wir versuchen, die Leute in die Zeit, wie es hier am Limes war, durch interaktive Aktionen, durch Mitmachaktionen, durch Sachen wie Fühlen, Schmecken, Riechen, in die Zeit mitzunehmen. Findet man hier in der Gegend noch was wirklich vom richtigen Limes, oder woher weiß man, dass es genau hier angefangen hat? Man weiß es, 1892 hat hier die Deutsche oder die Limes-Kommission gegraben und entsprechend Fundament oder den Limes dann festgestellt. Wir haben hier im Bereich von Rheinbrohl noch etliche Turmfundamente, wo wir Reste sehen können. Wir haben hier eine Grabungsstelle am Turm 8, das war sogar ein Doppelfundament mit einem Limes-Durchgang, wo noch ein Originalteil des Limes oder des Limes-Turmes von 1,50 Meter erhalten ist. Ansonsten kann man hier noch teilweise in der Landschaft noch den Limes mit Wald graben. Klar, die Palisaden gibt es nicht mehr, die sind weggefault, aber man kann das noch sehen und wird entsprechend auch durch Visualisierungstafeln wird das entsprechend auch dargestellt. Die Römerwelt in Rheinbrohl hat erst seit kurzem geöffnet. Jedes Jahr im Mai gibt es hier nun die Römertage. Ein großes Fest, das Jung und Alt aus dem ganzen Umkreis anzieht. Vor allem, wenn die Sonne auf das Land scheint, wie es die Römer auch damals am liebsten hatten. Denn aus Italien waren sie die kühlen Temperaturen des Nordens nicht gewohnt. Essen wie die Römer kann man hier. Die Uniformen und Schmuckstücke, wie man sie aus alten Funden nachkonstruieren konnte, sind heute wieder voll im Trend. Auch wenn kein Fest hier ist, hat die Römerwelt das ganze Jahr über von Dienstag bis Freitag geöffnet. Weiß man, welche Leute hier in Rheinbrohl
vor rund 2000 Jahren gelebt haben? Man weiß nur, dass in Rheinbrohl Kelten gelebt haben und dass dieser Ort Rheinbrohl, Prohl, eigentlich davon herstammt, sumpfiges Land. Das war früher der keltische Ausdruck dafür. So ist dann im Laufe der Zeit dann Rheinbrohl draus geworden. Aber bewiesen ist es nicht. Der obergermanisch-rätische Limes ist seit 2005 ein eigenes Weltkulturerbe, obwohl davon gar nicht mehr viel zu sehen ist. Daher sollen eben immer mehr Informationsstätten wie die Römerwelt darüber informieren. Man kann den Weg des Limes aber auch hautnah erkunden. Schließlich ging der lange Weg vom Rhein bis zur Donau hier in Rheinbrohl los. Daher kann man ab hier auf dem Limes-Wanderweg wandern. Die Bauwerke der Römer, sie faszinieren und lenken uns bis in die Neuzeit. Schon mehrmals wollten wir uns als Filmteam den Archäologen anschließen, die meist unter der Erde Zeugnisse unserer Geschichte ausgraben wollen. Doch dabei gibt es einige Probleme. Einerseits dürfen Aufnahmen von aktuellen Ausgrabungen nie veröffentlicht werden. Denn dank Grabräubern sind die Fundorte dann oftmals am nächsten Tag geplündert. Wenn Zeitungen trotzdem schon während der Ausgrabungen vom Fundort berichten, besteht sofort die Gefahr, dass Hobbyarchäologen die Funde über Nacht in ihren Besitz bringen. Bei Kontwisch gab es vor 3 Jahren Ausgrabungen, weil man von einer keltischen Siedlung ausgegangen war. Doch Fehlanzeige. Nach mehreren Wochen der Suche stellten sich die Spuren als Sackgasse heraus. Doch immer wieder stoßen die Ausgräber im ganzen Land auf Spuren tatsächlicher Dörfer aus der Antike. Doch herauszufinden, wo der Rest des Dorfes liegt und wie tief man graben muss, ist nicht immer einfach. So war es auch in einem Dorf bei Kaiserslautern. Otterbach, ein Dorf in der Westpfalz. Hier treffen mehrere Landstraßen aufeinander, Radwege und auch die Bahn fährt am Ort vorbei. Glück und Pech für die Detektive römischer Geschichte. Beim Bau der Bahnlinie im Jahr 1882 ist man auf Siedlungsreste gestoßen und ging davon aus, dass es sich um eine römische Villa handelte. Eine Fußbodenheizung aus römischer Zeit hatte den Fundort verraten. 120 Jahre später wurde hier eine Umgehungsstraße gebaut. Da man von den Funden aus dem 19. Jahrhundert wusste, stellten die Archäologen aus Speyer Untersuchungen an. Weil wir wussten, hier sind Funde schon mal gemacht worden, sind Suchschnitte durchgeführt worden. Im Rahmen dieser Suchschnitte hat sich aber leider kein römischer Fund gezeigt, sondern nur eine durchgehende rote Schwemmschicht, in der wir erstmal nicht tiefer gehen konnten, weil sonst das Grundwasser in die Baugrube gelaufen wäre. Bei einem etwas später datierten Kanalbau wurden dann doch wieder große Mengen von römischer Keramik hervorgebracht. Und wir haben uns überlegt, da kann irgendetwas nicht stimmen. Es ist auch so viel Keramik gewesen, dass sie nicht von den seitlichen Hängen ins Tal, ins Lautertal abgespült werden konnten, sodass irgendetwas hier sein musste, von dem wir aber bis jetzt nicht wussten, wie wir rankommen. Dann sind daraufhin große Flächen geöffnet worden im Rahmen des Dammes der Umgehungsstraße hier von Erfenbach. Wieder ohne Erfolg, ohne dass wir römische Scherben gefunden haben, nur in einem ganz kleinen Teilbereich am Ende der Rampe, wo auch das Gelände etwas anstieg und heutzutage trocken ist, kamen dann plötzlich 2 römische Brennöfen und 2 römische Brunnen zutage. Also doch eindeutige Zeichen dafür, dass es hier eine Siedlung gab. Doch die Zeit drängte, die Bauarbeiten mussten weitergehen. Was nun? Die konnten wir dann in einer Rettungsaktion innerhalb von 3 Wochen dokumentieren, fotografieren, zeichnen, vermessen, ausgraben. Und im Anschluss daran zeigte sich dann, warum wir die römischen Schichten nie erfasst hatten bei den Voruntersuchungen. Die lagen nämlich alle im Grundwasserbereich und das wurde erst dann klar, als für den Bau des Dammes bis auf den Talsand runter, also unter den jetzigen Grundwasserbereich gebaggert wurde. Dort fand sich dann auch die römische Schicht und die war 50 bis 60 cm stark, lag im Grundwasser und deswegen hatten wir sie vorher nie gesehen und die musste dann leider unter tränenden Augen der Archäologen dann weggebaggert werden. Ein gut erhaltener Eimer wurde in einem der Brunnen gefunden. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat das bildlich dargestellt. Wie geht es weiter? Was weiß man heute über das antike Leben zwischen Otterbach und Erfenbach? Aufgrund der verschiedensten Parallelbaumaßnahmen,
wie zum Beispiel Kanalverlegungen, wie Anlegen des Radweges, kennen wir jetzt die Ausdehnung der gesamten römischen Siedlung, die sowohl hier auf der einen Seite, auf der nördlichen Seite, wie auf der südlichen Seite des Dammes sich erstreckt. Das ist eine ziemlich große Siedlung, ich würde sagen halb so groß wie Otterbach heutzutage ist. Wir könnten theoretisch hier Grabungen durchführen, müssten aber dazu in einem großen Umfang Grundwasserabsenkungen machen, um an die Schichten, die immer noch im Grundwasser liegen, heranzukommen. Die Römer können hier überall gewesen sein, auch bei ihnen in Nachbarsgarten. Doch wie kommt man darauf, dass sich unter unseren Wiesen die Überreste alter Siedlung verstecken können? Eine Wiese voller ganz normaler Maulwurfhügel. Wenn wir hier an diesem Maulwurfhügel Scherben finden würden, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass hier unten drunter Siedlungen sind. Nämlich Scherben heißen meistens, hier wurden irgendwelche Haushaltsgegenstände, zum Beispiel Tonkrüge, benutzt und von Maulwürfen dann hier an die Oberschicht übertragen. Dann ist es eventuell ein Grund, dass die Generaldirektion Kulturelles Erbe sich das Ganze mal genauer anschaut und dann beurteilt, sind es wirklich historisch interessante Funde und dann wird gegebenenfalls gegraben. Wie in etlichen Orten bleiben nun viele der antiken Spuren unter der Oberfläche verborgen. Vielleicht für die übernächste Generation, vielleicht für immer. Salve. Wir stehen hier in den Kaiserthermen in Trier. Die kennt auch im heutigen Deutschland jeder. Aber ich habe gehört, die wurden nie als Thermen benutzt, obwohl sie so groß und schön sind. Warum denn eigentlich? Ja, und zwar folgendes. Kaiser Konstantin hat diese Anlage hier gebaut. Sie war im Rohbau fertig. Kaiser Konstantin musste nach Konstantinopel, heute ist Istanbul. Hier waren Unruhen. Er verlegte seinen Hof von Trier nach Mailand, die Präfektur nach Arles. Der kam hier hinten rüber, sieht diese Anlage, schlägt hier die Hände über den Kopf und sagt, um Gottes Willen, was will ich mit dieser Anlage da machen? Wir haben da unten die Barbara-Thermen. Wir haben in der Stadt das Bad mit der Ungarkuppel, 80 nach Christus gebaut. Diese Anlage möchte ich nicht haben. Was Sie hier sehen, sind 19,50 Meter hochstehendes Mauerwerk, gebautes Kaldarium, Warmbad. Da waren damals nochmal 19,50 Meter drauf. Das war eine Halle von an die 40 Meter. Kaiser Valentinian hat gesagt, die Anlage möchte ich nicht haben. Was hat er gemacht? Er baute um. Er machte aus dem gebauten Kaldarium, macht er jetzt eine Kaserne. Diese Anlage hat niemals im Leben einen Tropfen Wasser außer Regenwasser gesehen. Und die Soldaten, die dann hier waren, wie viele Soldaten haben hier reingepasst? Wir waren ungefähr 700 Minimum. Es war nur gesehen, es ist eine riesengroße Anlage. Ne? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal noch weiter und jetzt sagen wir noch was. Gut. So, was wir hier sehen, ist das gebaute Kaldarium, das gebaute Warmbad. Rechts und links haben wir hier ein Kesselhaus. Hier wurde ja dieses Wasser, sollte warm gemacht werden, für die Bäder. Aber immer wieder daran denken, diese Anlage hat ja niemals Wasser gesehen, außer Regenwasser, wie Sie sagen, war niemals in Betrieb. Ja, 1964 hat man diese Bögen dann zwischen das alte Mauerwerk gestellt, um hier die Stabilisation des Bauwerks zu gewährleisten. Wir stehen jetzt da, wo eigentlich das Wasser durchfließen sollte. Ja, wir stehen jetzt hier schon im Kanal. Man muss sich das hier jetzt so vorstellen. Sie sehen in den Wänden, sehen wir hier immer wieder Löcher, links und rechts. In den Löchern sind Balkenauflagen, da liegen die Balken auf, über den Balken sind die Bretter und hier oben, das war jetzt der Arbeitsgang und hier unten, das ist der Kanalgang. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, in Höhe des Kämpfer, wo das Gewölbe anfängt, haben wir wiederum unsere Löcher. Und wenn ich dann wieder die Balken auflege und lege ein Brett drauf, dann habe ich so eine geringe Höhe, wo die Leute hier durch mussten gehen. Es war also ganz, die Römer waren nicht so groß wie wir, aber sie konnten hier nicht senkrecht von da durchgehen. Am Ende des Gewölbes kann ich Ihnen noch zeigen, da hat ein guter Mann, heute würde man sagen, das war ein Polier, hat auf der Schalung seinen Zirkel hier lassen und da sieht man noch einen originalrömischen Zirkelabdruck. Jetzt würde mich mal interessieren, welche Bedeutung hatten die Thermen damals? Es war nicht wie heute, dass man sagt, wir gehen mal ins Schwimmbad oder in die Sauna. Die Römer waren sehr oft in diesen Thermen. Die Römer waren sehr oft in den Thermen und zwar diente das hier zur Kommunikation. Hier fanden ja auch Spiele statt, auf der Wiese, auf der Palästra vorne. Es war also mehr oder weniger zum Kommunizieren der Bevölkerung. Also es war schon eine ganz tolle Sache, was hier abgespielt hat. Die hatten zu Hause auch kein Badezimmer, die mussten immer zum Waschen herkommen. Die sind zum Waschen hergekommen. Gut, man konnte sich wahrscheinlich schon zu Hause etwas waschen und so. Aber hier, das war doch der Hauptort, wo sie dann hingegangen sind. Was denken Sie, wie oft der durchschnittliche Römer hier war? Täglich?
Naja, also mindestens dreimal die Woche mit Sicherheit. Bewohner müssen sich gut ausgekannt haben, denn sie wussten auch, woher sie gute Rohstoffe bekommen. Aus den Resten von Vulkanen gewannen sie zum Beispiel Tuffstein, dort wo er bis heute noch abgebaut wird. An einer Stelle ist ein original römisches Bergwerk noch erhalten. Im Römerbergwerk Meurin hat die Deutsche Gesellschaft der Geowissenschaften den Tuff als Stein des Jahres 2011 präsentiert. Seit 6 Jahren wählt eine Jury den Stein des Jahres. Damit soll der Blick auf die Bedeutung von Gestein gelenkt werden, aber auch auf das Berufsfeld der Geologie. Schon die Römer haben Tuff in der Osteifel abgebaut, wie das Römerbergwerk in Kretz als Teil des Vulkanparks zeigt. Tuff ist ein vulkanischer Stein, der nur in Rheinland-Pfalz rund um Kretz, Rieden, Ettringen und Weibern abgebaut wird. Also nichts wie hin. Tuffstein ist ein willkommenes Baumaterial. Er sorgt zum Beispiel für die Stabilität des Kölner Doms. Und das weiß man nicht erst seit heute zu schätzen. Schon vor 2000 Jahren bauten die römischen Einwanderer den Stein in der Osteifel ab. Heute nicht weit von Neuwied und Koblenz entfernt. Was man fast 2 Jahrtausende lang nicht konnte, ist heute ungefährlich. Sogar Schulklassen dürfen nun die sandigen Höhlen besuchen. Durch den modernen Abbau wurden die allermeisten Steinbrüche längst zerstört. Nicht so hier in Meurin bei Kretz. Hier gibt es das alte Römerbergwerk noch heute für die Besucher zu sehen. Und das ist hier das größte Tuffsteinabbaugebiet nördlich der Alpen überhaupt hier in Europa. Ein großes rundes Dach wurde über die Industriegeschichte gespannt. Schwingende Brücken bereiten den Weg über die ausgegrabenen Höhlen. Zeichnungen lassen nicht mal erahnen, welchen Knochenjob die kleinen Römer hier damals verrichtet haben. Irgendwo musste das Baumaterial für das Reich ja herkommen. Häuser aus Holz bauen, wie die Germanen auf der anderen Rheinseite, kann ja jeder. Das Graben nach Stein als Arbeitsstätte vieler kräftiger Männer, das ist hier keine Vergangenheit. Tuffstein wurde hier im Römerbergwerk Meurin abgebaut, und zwar schon vor über 2000 Jahren. Und auch heute noch, so viele Zeit später, wird in unmittelbarer Nachbarschaft Tuffstein abgebaut, allerdings wesentlich tiefer als da, wo die Römer damals waren. Steine werden hier nämlich noch immer abgebaut. Meuriner Tuffstein kommt direkt vom Nachbargelände und versorgt die fleißigen Baumeister noch heute. Mit welchem Arbeitsgerät sie in den letzten Jahrzehnten die Hügel abgraben konnten, wird schon auf dem Parkplatz demonstriert. Eine bunte Sammlung für Technikfreaks. Dafür müssen die Bergarbeiter mittlerweile aber nicht mehr so schwer arbeiten wie damals, als man nur eine geringe Lebenserwartung hatte. So viel Staub, wie da unter Tage in die Lungen kam. Wo kam dieser besondere Stein eigentlich her? Na, er flog durch die Luft und ließ sich dann hier nieder. Wie beim Bimsstein ist auch hier der Laacher Seevulkan schuld. Nach seinem Ausbruch war die ganze Landschaft mit den verschiedensten Baumaterialien bedeckt und wir zehren noch heute davon. Wie in modernen Museen üblich, werden die Besucher auch hier in Kretz per Audio und Video informiert und können sich in den engen Gängen 3 Meter unter der Oberfläche ein Bild davon machen, wie der Alltag der Untertagearbeiter aussah. Damals bis abends zur Dunkelheit. Tageslicht fiel auch während der harten Arbeit keines in den Schacht. Ein Tuffsteinbergwerk wie hier in der Osteifel ist einzigartig. Originale aus der Römerzeit sind anderswo längst der Plünderung späterer Generationen gewichen. Hier können die Steine noch wahre Geschichten erzählen. Dafür wurde das Römerbergwerk Meurin auch schon mit einem bedeutenden Kulturpreis ausgezeichnet. Wo immer gegraben wird, gerade hier in Trier, findet man immer alte Mauern unter der Erde. Der Schutt späterer Generationen liegt heute darüber. Daher steht die Porta Nigra ja auch tiefer als der Rest der Trierer Innenstadt. Um sich vor Angreifern zu schützen, bauten die Römer eine 6 Meter hohe Mauer rund um die wichtige Stadt Trier. 4 Stadttore ließen Händler und Reisende herein. Heute gibt es davon nur noch das schwarze Tor, die Porta Nigra.
Um 400 nach Christus zerbröckelte das glanzvolle Reich der Römer langsam. Schlechte Innenpolitik, schlechte Außenpolitik. Es kam wohl einiges zusammen. Und da, wo vorher eine organisierte Zivilisation gelebt hat, geriet viel großes Wissen in Vergessenheit. Das Mittelalter hat viele Errungenschaften der Antike nicht übernommen. Auch Städte wie Trier wurden niedergebrannt. Die Porta Nigra aber zeigt bis heute allen die Stirn. Wird sie in 2000 Jahren noch stehen? Unser römisches Erbe wird keiner mehr aus dem Gedächtnis löschen. Wir bleiben für Sie objektiv. Tschüss.